In Ost-Berlin blieb die S-Bahn Verkehrsträger Nummer 1. Im Minutentakt erreichen die Züge den Bahnhof Alexanderplatz. 1984 führte die Reichsbahn eine neue Farbgebung ein. Ende der 80er Jahre sind fast alle Züge in Bordeaux-Rot-Weiß lackiert. Auch im Osten gehören sie in den späten 80er Jahren noch zum Stadtbild Berlins. Die Rede ist von der Bauart Stadtbahn. Auf der Zuggruppe Heinrich erreicht ein Stadtbahner den Alex. Ab 1974 läuft im damaligen RAW Schöneweide ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für einen Teil des Altwagenbestandes an. Auch die Bauarten Stadtbahn und Wannseebahn sind davon betroffen. Verändert wird die Stirnfront und die technische Ausstattung gründlich überarbeitet. Die Reko-Fahrzeuge werden in die Baureihe 276 1 bis 5 umgezeichnet. Nach Mahlsdorf ist ein Mietenreko unterwegs. Mit der Netztrennung am 13. August 1961 wurde der Bahnhof Ostkreuz zum zentralen Umsteigeknoten der S-Bahn im Osten. Bis zu 120 Züge stündlich muss der Bahnhof nach dem Mauerbau verkraften. Die östliche Ringbahn wird zur Nord-Süd-Verbindung in Ost-Berlin. Mit der Errichtung der Plattenbausiedlungen in Hohenschönhausen und Marzahn gehen die neuen Strecken nach Wartenberg und Ahrensfelde in Betrieb. Eine zusätzliche Belastung für den Bahnhof Ostkreuz. Nach Strausberg Nord ist die Zuggruppe Emil unterwegs. Auch dieses Ziel ist erst nach dem Krieg in Betrieb gegangen. Nach Spindlersfeld ist der Ulrich unterwegs. Die Netzspinne der Berliner S-Bahn, wie sie bis September 1980 Gültigkeit hatte. Dieser Monat wird für die S-Bahn in West-Berlin zum Schicksal. Nach dem Streik der Triebfahrzeugführer stellt die Reichsbahn den Betrieb auf den Strecken nach Spandau, auf der Ring- und Wannseebahn, nach Gartenfeld und Düppel ein. Nur noch die Strecken Lichtenrade-Frohnau, Lichterfelde-Südheiligensee und Wannsee-Friedrichstraße bleiben in Betrieb. Ende der 80er Jahre sind die stillgelegten Bahnhöfe von Zerstörung und Verfall geprägt. Der 8. Januar 1984 ist der letzte Betriebstag der S-Bahn im Westen unter Reichsbahnregie. Nach langen und zähen Verhandlungen mit den DDR-Organen hatte man sich auf eine Betriebsführung durch die BVG geeinigt. Am 9. Januar 1984 werden bis auf die Strecke Lichtenrade-Anhalter Bahnhof und Charlottenburg-Friedrichstraße alle restlichen Strecken stillgelegt.